So Leute, jetzt seid ihr dran. Woher kommt der Wolf her? Hilfe mit den Kobolden! Yes! Ah, endlich erledigt. Um Himmels Willen. Das ist extrem schwer, das Timing hinzubekommen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber bei 30 Frames zu zocken ist extrem anstrengend im Gegensatz zu 60 Frames. Ah, Gott. Zwei Goldmünzen, jede einzelne Goldmünze muss geehrt werden. In diesem Spiel sind Goldmünzen wirklich Goldmünzen. Ah, seht ihr links oben, EP, benötigte EP zum Stufenaufstieg 1660 von 1800, also nicht mehr allzu lange. Und jetzt können wir nochmal nach vorne rennen. Da hat sich der gute alte Stone, beziehungsweise ich müsste eigentlich sagen, die gute alte Sanaa, so wie unser Charakter heißt, hat sich mutig den Gefahren gestellt. Hat kleinen Flusskrabben unbarmherzig eingeheizt. Und was haben wir davon? Skampe. Beziehungsweise, wie hießen die Kobolde, glaube ich, hier? Die uns so derbe einheizen, dass wir den gesamten Weg zurück zur Abtei Tirin rennen müssen. Sonst hätten die uns gnadenlos vernichtet. Ich muss auch echt anfangen, Alchemie hochzutrainieren. Das wird auch sehr wichtig sein, ich sehe es schon kommen. Denn die Tränke haben mir gerade eben wirklich den Hintern gerettet. Ohne die Tränke wäre das hier ein bisschen eng geworden. Vor allem ohne die stärkeren Tränke. Ich habe ja drei Standard-Genesungstränke gehabt. Und die haben mir nochmal die Haut gerettet. Da steht hier Kampfmagier der Etrona. Aha. Also alleine hätte ich den wahrscheinlich nicht knacken können, aber ich bedanke mich vielmals. So, das ist 10 Goldmünzen wert, das muss ich mitnehmen. Und die Stiefel auch. Ich weiß, ich kann nicht so viel tragen, aber ich bin arm. Sehr arm. Obwohl eigentlich, ich glaube, so das Gewicht, was wir bei uns haben, beeinflusst nicht unsere Renngeschwindigkeit. Hoffe ich zumindest mal. Und vielleicht sollten wir auch für den Anfang nicht zu sehr vom Weg abkommen, denn wir kriegen hier ganz schön auf die Mütze. Und wir haben 24 Lernpunkte, aber noch keinen Magie oder Streitkolben oder schwere Rüstungslehrer gefunden. Oh. Was zur Hölle ist hier mit der Musik los? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oh mein Gott, ich fühle mich jedes Mal so episch, wenn ein neuer Track hier anfängt. Mich gar nicht was zu sagen. Es hört sich so toll an. Oh, ich bin selbst ganz beeindruckt und baff von dem Track. Ich traue mich gar nicht, irgendetwas zu sagen. Oh, was ist da los? Das sieht nach einem Event aus. Zwei Leute an einer Weggabelung. Bitte lass es keine Banditen sein. Ich kacke schon gegen Kobolde ab. Seid friedlich. Oh, das ist ein Wächter. Ah, okay. Stehen bleiben! Was? Was? Ich hab nichts get...
Oh, was ist das hier? Ein Hinterhalt. Leute, ihr schafft das schon. Ich habe nichts mit euch zu tun. Warum hat deine Typ da gerade eben so gekniet? Ich stelle mich bei diesem Kampf hier auf keine Seite. Ich möchte ja eigentlich ein paar Zaubersprüche lernen. Und der Magier hat gerade eben seinen Kollegen erledigt. Und den anderen auch. Habt ihr das gesehen? Genial. Das war nicht sehr schlau, mein Freund. Aber der hat die wirklich fast ge-one-hitted, meine Güte. Die Blitze waren stark, aber er hat leider falsch gezielt. Mit dem Kerl können wir hier leider auch nicht sprechen. Ein paar Stinkmorcheln, wieso nicht? Das können wir in das Bett des Kaisers legen. Der würde sich sicherlich freuen. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich wundere mich ein bisschen, dass ich diese netten Kerle hier alle looten kann. Aber die Stadtwachen kann ich nicht looten, weil die irgendwie als unlootbare NPCs gelten, höchst merkwürdig. Und mit sich sprechen lassen tut er auch nicht. Oh, haha. 10 Punkte Schockschaden, also holy sweet bejesus, das sah ein bisschen nach mehr Schaden aus, was der da fabriziert hat. So, wo wollen wir als nächstes hin? Ich möchte nicht wirklich viel erkunden gehen, wenn wir noch keine Zaubersprüche kennen. Hier ist die große Kreuzung, links Steinfeld, rechts Sanktum. Wollen wir mal kurz gucken, wie weit wir eigentlich schon mittlerweile gereist sind. Oh Gott, erst das Stück hier. Die Welt ist ja gewaltig. Die alte Grube war übrigens auch eine Mine. Reisen wir aber noch ein bisschen weiter. Spätestens in Gilead werden wir ja garantiert einen Zwischenstopp machen. Wo lang? Unterwegs haben wir schon mal bemerkt, dass sich die Stadtwachen und die Magier immer wieder bekriegen. Was haben wir hier? Bald Urbeuterhöhle. Oh. Eigentlich juckt es mich in den Fingern, da reinzugehen und zu sehen, was das Spiel so für mich auf Lager hat. Ein Hammer, den können wir zum Reparieren benutzen. Das sind doch Dietriche, oder? Jawoll. Eine Holzfäller-Axt, 3 Angriff. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass in einer einfachen Truhe so guter Loot drin ist. Spitzhacken können auch kaputt gehen, nehmen wir mit. Eiserner Seelenräuber, ich habe Seeräuber gelesen, nicht ganz. 4 Schaden sogar, hoi. Ich muss echt mehr Punkte in Kolbenkampf kriegen. Mit meinem Kolben hier habe ich... Ah, nein, Quatsch, das ist ein rostiger Eisenstreitkolben. Jetzt habe ich zum ersten Mal einen Streitkolben gefunden. Ausgezeichnet. Weil das Ding macht voll repariert auch 4 Schaden, glaube ich. Aber nur voll repariert. Und sobald man 1-2 Ausdauerpunkte von dem Teil abschabt, dann macht es sofort nur noch 3 Schaden. Jetzt haben wir schon mal einen besseren Kolben, das ist sehr gut. Einer, der uns hoffentlich nicht mehr so schnell kaputt gehen wird. Und jetzt wollen wir mal gucken, was so diese Höhle für uns im Petto hat. Oh Gott, ich habe schon lange nicht mehr so die Schlösser geknackt. Puh. War nur ein sehr leichtes, aber ich habe trotzdem Angst gehabt, dass genau wenn ich klicken will, das Ding schnell hoch oder runter geht. Wollen wir mal die Waffe ziehen? Ach du Kacke. Das sind alles Kobolde. Oh nein. Oh, liebe Jesus. Oh Gott, hat er mich erschrocken. Oh.
Aua! Das tut ja richtig weh. Oh Gott, oh Gott. Entweder ich bin wirklich zu krass aus der Übung oder... Okay. Jetzt! Block, block! Um Himmels Willen! Wow! Chill, mein Freund, chill! Ach Mist, ich habe nicht gesehen, dass er geblockt wird. Nein, er hat schon wieder geblockt. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Nein, nein, nicht wegrennen. Nein, er sagt seinen Freunden Bescheid. Komm zurück. Also, nö. Ich warte jetzt hier, bis er wieder zurück angetankt kommt. Die Wölfe, die weggelaufen sind bei niedrigen HP, sind nämlich auch wieder zurückgekommen nach einer Weile. Haben sich erstmal verkrochen und wenn sie dachten, dass ich sie nicht mehr erwarte, sind sie zurückgekommen. Aber der Kerl scheint da ganz gemütlich zu stehen. Es kann doch nicht so angehen, dass ich für jeden einzelnen Kampf so viel Energie verbrauche. Stirb endlich, meine Güte. 100 EP. Wow. Geil. Ui, Stahlkurzschwert. Oh, nice. Eine viel bessere Waffe. Okay, sie macht einen Schadenspunkt mehr. Aber zum ersten Mal eine Stahlwaffe. Oh, schön. Schade, dass das Vieh kein Geld gedroppt hat oder sonst irgendetwas. Aber immerhin etwas. Oh, ist das toll. Viel Erfahrung, aber der Kampf war auch... Puh, also nach einem Kampf in Nerim hat man wirklich das Gefühl, dass man auch irgendwas geschafft hat. Und ich muss mein Timing wahnsinnig verbessern. Ihr habt ja gesehen, wie ich abgekackt bin. Level aufsteigen. So, Intelligenz. Leider keine Bonuspunkte, aber auch weil ich keine Zauber habe oder sonst etwas. Aber es gab schon Kritik in den letzten Teilen. Oh, Stone, setz mal ein paar Punkte in Intelligenz. Du wolltest auch einen Kampfmagier machen. Du hast noch kaum was in Intelligenz gesetzt. Beruhigt euch. Bis wir den ersten Zauber kriegen, werden wir wahrscheinlich noch ein paar Level-Ups haben. Immer mit der Ruhe. So, Intelligenz, Stärke auch auf jeden Fall. Mehr tragen immer gut, mehr Schaden immer gut. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch Geschicklichkeit. Erhöht eure Ausdauer, wie leicht ihr im Kampf umzustoßen seid. Oh, ich weiß nicht, brauchen wir das wirklich? Es ist der größte Bonus, das wäre auf jeden Fall am praktischsten. Aber, und wir haben vor allem so wenig. Ich denke, wir setzen da jetzt vorerst mal noch drauf, machen das so ungefähr auf 40, dass wir einen relativ guten Basiswert haben. Dann gehen wir mehr auf Willenskraft, weil Willenskraft auch mehr meine Zauber verbessern wird. So, das war ein Level Up. Und ich denke, wir wollen uns vorerst mal nicht mehr noch mit irgendwelchen Goblins anlegen. Das ist momentan noch zu viel für mich. Vor allem, wir können auch nichts. Wir können einfach gar nichts. Ich weiß nicht, ob uns die Kämpfe so schwer fallen, weil wir einfach nichts können. Oder weil ich nichts kann. Also sprich, entweder weil die Waffen so schlecht sind oder weil wir keine Zauber haben oder weil die... Oder weil ich das mit den Blocken noch nicht so raus habe. Was steht da? Ich bin zu klein. Ich kann's nicht lesen. Magieverbot. Oh, die Sonne blendet. Ich kann's nicht lesen. Ich möchte es aber lesen. Nein, ich kann's nicht abhängen. Also, was steht hier so für Zeug? Hier steht... Also, unten steht, weitere Verbote können im Gericht von Erotin eingesehen werden. Das Handeln mit magischen Gegenständen ist verboten. Das heißt, ich darf nicht mal verzauberte Gegenstände verkaufen? Och, nö. Dabei ist das eine Amulett, was mir nicht so viel bringt, so schön viel wert. 200 Münzen oder sowas. Oh. Wo kommen wir hier denn an? Ein weiteres kleines Dorf? Oh, was willst du? Ah. Hey, du da.
Ich komme von der staatlichen Vermögensbegrenzungsbehörde. Gibt's da was, was man bei dir begrenzen müsste? Ein, zwei Münzen vielleicht? Damit du unbeschadet weitergehen kannst. Oh, ja, 20 Münzen, nein, das ist doch so viel Geld. Ich will nicht, nein, nein. Das ist genau die Antwort, die du nicht hättest geben sollen. Ja, komm. Okay, das könnte jetzt stressig werden. So. Suck on this, bro. Suck on this, bro. Suck on this. So, jetzt würde ich sagen, machen wir einen fairen One versus One. Warum greifst du mich nicht an? Hallo? Kann es sein, dass wir ein bisschen minder bemittelt sind? Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viel Erfahrung ich bekommen habe. Aber Beinschienen, die wir verkaufen können, warum nicht? Und das Stahlschwert-Model, was man hier gerade sieht, was ich anhabe, ist auch neu. Gefällt mir aber persönlich jetzt nicht so super. Denn vor allem die Parierstange sieht ein bisschen billig aus. Nicht wie geformtes Metall, sondern einfach nur komplett glatt. Ja, rostiges Schwert. Hallo Freya. Aber am Anfang haben wir noch nicht so viel Wahl, was für eine Waffe wir nehmen wollen. Normalerweise würde ich jetzt eigentlich mit Kolben rangehen. Aber... Ach, die haben gar nicht so viel Rüstung gehabt. Die hätte ich auch ganz normal mit dem Schwert platt machen können und nicht mit dem Zauberstab. Das geschieht euch recht. Hoffentlich hatten die hier in ihrem Lager noch irgendwelche Kisten, die ich ausräumen kann. Ich gebe doch nicht 20 Goldmünzen. Also ganz im Ernst, mein lieber Scholli, ihr seid doch alle hier bekloppt. Ihr seid bekloppt im Kopf, einfach bekloppt. 20 Münzen, guckt euch das an. Ich habe nur 79 und... Wenn ich Glück habe, droppt mal bei einem Goblin, droppen mal 2 Goldmünzen. Was zur Hölle sucht dieser Kobold hier? Greifst du mich an? Oh, okay, Frage hat sich erledigt. Puh, aber irgendwie, ich habe 50 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist ein garstiger Kobold, das ist der gleiche Kobold, der uns vorhin angegriffen hat. Also die gleiche Art von Kobold, die uns angegriffen haben, als wir zurück nach Tirin gerannt sind, nach Abtei Tirin. Oh, Teleportrune, yes! Juhu! Also wenn wir wollen würden, könnten wir jetzt wieder uns zurück teleportieren und mal ein bisschen Zeug verkaufen. Moment, wir müssen gerade nicht kämpfen. Also können wir uns hier ein bisschen bedienen. Nein! Ich wollte eigentlich eh gedrückt halten und den Krug verschieben, aber wie es aussieht, geht das nicht. Egal, räumen wir alles auf. Egal. Oh, und das, woran ich mich auch noch erinnern kann, irgendjemand von euch hat mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass ganz am Anfang, das mache ich, wenn wir dann wieder eine Teleportrunde haben und uns wieder zurück teleportieren können, ganz am Anfang... Soll ich etwas übersehen haben? Nämlich in der einen Höhle, die wir mal erkundet haben, habe ich... So, kurz mal rasten und erholen. Ich habe nämlich da mal etwas übersehen. Das war nämlich... Ich weiß, ich rede jetzt sehr lange um den heißen Brei herum, weil es mir gerade selbst nicht so sofort einfällt. Ach ja, in der einen Höhle ganz am Ende lag angeblich auf einem Tisch ein Ring. Und diesen Ring haben wir scheinbar übersehen. Und, habt ihr das gerade eben übrigens gesehen? Als wir durch die Tür gegangen sind, haben wir gesehen, wir sind im östlichen Faldrintal, Stufe 7 bis 14. Das heißt, bevor wir mit der Hauptquest hier weitermachen, sollten wir zuerst mal uns mit anderen Sachen
beschäftigen und ein bisschen erkunden gehen, denn schaut euch das an, wir sind erst Stufe 5. Wir sind viel zu früh hier. Geeintes Volk, öffnet eure Augen, erhebt euch und erkennt. Erkennt und durchschaut jenes geheime Treiben, dieses verachtenswerte Mimenspiel, das unser Kanzler, hochgeehrter Baratheon, uns Tag für Tag vor Augen führt. Kein Tag wird vergehen und keiner ist vergangen, an dem er auch nur einen einzigen Gedanken an jene verschwendet hat. Die Höchsten über uns, die Götter selbst. Nur Worte macht er viele, meint sie gelten ihnen, doch im Herzen, da hat er sie vor langem schon verbannt. Und viel weniger noch als die Götter, die Allerhöchsten, sind ihm die Kleinsten, das einfache Volk von Wert. Allein Macht und Reichtum und seines Herzen Begehr sind jenes Mittel, selbst der grauenvollste Weg ist ihm zu seinem Ziel recht. So rufe ich euch zum Volke Nerims auf, schließt euch zusammen, verschließt eure Herzen vor den Lügen des Kanzlers und öffnet eure Augen für die alleinige Wahrheit. Nur so können wir die Einheit bilden, die gewaltige Macht des Volkes vereinen und jeder Macht und jedem Reichtum trotzen. Mit einem gemeinsamen Ziel, dem Ziel, das Volk auf dem Thron zu sehen. Ja, wie es aussieht, kurz gefasst, verkackt es hier gerade der Kanzler so ein bisschen. Aber das wussten wir ja schon ein klein wenig aus dem Intro, dass hier viel Unterdrückung bei dem Volk herrscht. Und irgendwie wurde mir auch gerade ein bisschen der Mut genommen, weiter vorzustoßen. Denn das ist ja eigentlich für Stufe 7 bis 14 und nicht für Stufe 5. Das heißt, wir sollten mindestens mit dem absoluten Minimum bei Stufe... Oh, wer ist das? Bei Stufe 7 sein. Bitte lass es keine weiteren Wegelagerer sein. Oh, das könnte ein Händler sein. Hallo? Ich bin gerade auf der Durchreise, aber wenn ihr möchtet, zeige ich euch meine Waren. Sehr gerne. Oh, was viel wichtiger ist, ich kann endlich das Zeug verkaufen. Haha! Zunächst wollen wir vielleicht etwas feilschen. Er ist nur Lehrling. Hat das was gebracht? Mist. Gut, gehen wir mal runter auf 65%. Yes! Gehen wir mal ein bisschen höher. Yes! Gehen wir mal ein bisschen höher. Yes! Gehen wir mal ein bisschen höher. Ich glaube, höher als auf 70% werde ich es mal nicht probieren. So, rostige Eisenstreitkolben. Weg damit. Eisenlangschwert brauchen wir nicht, seitdem wir das Stahlkurzschwert gefunden haben. Oh ja, ich habe so viel Zeug, was ich nicht brauche. Schlachtrobe brauchen wir nicht. Hat nur 3 Verteidigung. Tschüss. Bronzeamulett ohne Verzauberung brauchen wir nicht. 2 Fellhelme habe ich, brauchen wir nicht. Ich habe eher einen Eisenhelm. Mehrere fellbezogene Beinschienen. So viel Zeug eingesammelt. Gott, habe ich viele Stiefel. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Cash, meine Freunde. Wurde auch endlich mal Zeit. Lederbeschlagener Helm. Lederbeschlagener Brustschutz. 2 Schutz. Oh, Minenarbeiterbrustschutz. Minenarbeiterhandschuhe. All die Sachen brauchen wir nicht mehr. Tschüss, tschüss, tschüss. Stiefel, nein. Schon 3 rostige Eisenhelme, davon können wir 2 verkaufen. Nicht vergessen, ich denke, hier ist das System noch genauso wie bei Oblivion. Wenn ihr die Gegenstände einzeln verkauft, bringt euch das mehr auf euren Handelsgeschick-Skill. Und ich habe schon 2 Level-Ups bekommen, das ist ja der Wahnsinn. Verrostete Eisenhandschuhe, kann auch alles weg, alles weg. Ich habe schon Eisenstiefel, sogar verzauberte. So, eine Rüstung mit 1 Schutz, fellbezogener Brustschutz brauchen wir auch nicht, weil wir lederbeschlagenen Brustschutz haben, das ist etwas besser. Wir haben auch bessere Handschuhe.
Oh, tut das gut. Jetzt haben wir so viel Geld. Moment. Den Eisenhelm behalten wir. So Brandweine und Weine, die werde ich sowieso nie trinken. Die bringen jetzt nicht so viel. Ausgezeichnet. Ah, oh, ich fühle mich gerade richtig gut, wisst ihr? Braune Tasse, brauner Krug, die sind sogar auch gar nicht mal so wenig wert. Fällt mir so nebenbei auf. Ah, jetzt weiß ich, wofür das W steht. Ich habe mich immer gewundert, weil W heißt wahrscheinlich, dass es ein Gegenstand ist, den man benutzen kann, aber ich glaube, W steht für Werkzeug. Also rein wörtlich, das heißt, die Harke kann ich verkaufen, die werden wir nie benutzen. Ich habe mir noch einen Schädel, den ich irgendwann mal zufällig eingesammelt habe. Zerknittertes Papier. So, mein lieber Händler, was hast du jetzt für Sachen für mich? Die mich auch interessieren könnten. Moment, ich habe ja wieder ein paar Handels-Ups bekommen. Vielleicht können wir da so ein bisschen mehr rausholen. Ein Genesungstrank? Angebot abgelehnt! Also ich bitte Sie doch sehr. Schon wieder Angebot abgelehnt. Was ist da denn los? Ich habe doch schon mittlerweile mehrere Handelsgeschick-Updates bekommen. Schon wieder? Also, lieber Händler, ich bitte Sie. Angebot abgelehnt? Aha, okay. So, jetzt ging das aber. Oh, 32 Goldmünzen. Ich glaube, ich strenge mich einfach mal ein bisschen mehr an mit dem Kämpfen und hoffe, dass ich da nicht so viel bezahlen muss. So, was brauchen wir noch? Fackeln haben wir genug. 4 Hammer habe ich. Die wollen wir mal fix verbrauchen. Nein, nicht Spitzhacke. Hammer. Stahlkurzschwert, meine Rüstung, das Schild. Und kein Hammer verbraucht. Oh, das ist sehr gut. Weil bei Oblivion, wenn ihr euch noch erinnern könnt, haben sich die Hammer viel schneller verbraucht. Ich will keinen Ärger. Ja, das willst du nicht. Aber ich möchte ja kurz zur Abtei Tirin reisen. Hierhin, damit wir ein paar Sachen kaufen können und mal gucken können, was sie so auf Lager haben. Aber zuerst wollen wir nach Gilead, damit wir hier wieder den Teleportbereich aktivieren können. Dann können wir nämlich dahin, uns dort eine Teleportrune kaufen und zack, wieder schnell nach oben reisen. Denn, ach genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich wollte ja nicht bei Tirin irgendwie irgendwelche Sachen kaufen, sondern mich ein bisschen umschauen und ein paar Minen erkunden gehen und ein bisschen schauen gehen, was so die Landschaft für mich auf Lager hat. Denn wir sind schon in einem Bereich, der für Level 7 bis 14 ist und 7 bis 14 sind wir noch lange nicht. Und bevor wir gnadenlos anfangen zu verzweifeln hier, will ich mal lieber warten, bis mein PC aufhört zu laggen. Das wäre auch eine gute Idee. Aber auf jeden Fall mal ein paar Level absammeln, damit wir nicht, so wie vorhin bei den Goblins, irgendwie 20 Heiltränke schlucken müssen. Und ich möchte ja auch nicht jedes Mal diesen Magierstab komplett leer pumpen, wenn ich gegen irgendein kleines Mistvieh kämpfe. Oh! Wer bist du denn? Guten Tag. Taschendieb der Silona. Bist du gegen mich? Hallo? Moment, greifst du mich gerade an? Moment, ich speichere nochmal kurz schnell. Also, ich habe kein Kopfgeld bekommen, dann nehme ich mal an, dass er... Oh, geil! Habt ihr das gesehen?
So ein heftiger Schlag mit diesem Stahlschwert zieht ja richtig. Wow. Nicht schlecht. Jetzt kann ich ja wieder schön viel tragen. Dann nehmen wir mal den ganzen Kram, um den später verkaufen zu können. Also irgendwas stimmt hier nicht. Angeblich macht mein Schwert nur einen Schadenspunkt mehr. Aber wenn ich zuhaue, dann fühlt sich das nach deutlich mehr an als einem Schadenspunkt. Und wir zocken schon wieder fast eine Stunde. Das sind wahrscheinlich wieder so um die 2 Folgen. Dann wird es mal wieder Zeit für einen richtigen Speicherspunkt. Ja, macht Sinn. Einen richtigen Speicherpunkt. Oh, und sagt mir übrigens auch Bescheid, ob für euch die Musik stellenweise zu laut war, weil vorhin, als uns die Banditen überfallen haben, konnte man die nur noch sehr, sehr schwer hören, weil der Track so laut war. Hier gibt's wieder Tracks, so wie dieser hier, die von der Lautstärke her okay sind, und dann wieder welche, die bei der gleichen Musikeinstellung viel zu laut sind. Da muss ich noch so ein bisschen die optimale Einstellung herausfinden. Ist das hier Gilead? Sind wir endlich in Gilead? Was zur Hölle?